So, wir schauen uns erstmal Pedo Hunters an. Was wäre, wenn ich euch sage, dass wir falsch gelegen haben? Vor circa 2 Wochen fiel unserem Fake-Account-Manager eine verblüffende Ähnlichkeit in der Schreibweise eines Pedos zu der eines alten Bekannten auf. Warte mal, was? Also, für diejenigen, die nicht wissen, was da los war. Pedo Hunters ist ein ehemaliger MMA-Fighter, Nick Hein. Der hat eine Gruppe zusammengestellt und die versuchen, Pädophile im Internet zu locken und sie dann im Real Life zu stellen und versuchen, ihnen Angst zu machen, um sie vielleicht wieder auf den rechten Pfad oder so zu lenken. Sogar die Rechtschreibfehler waren identisch. Könnte es tatsächlich wahr sein, dass nur 2 Monate nach der letzten Konfrontation uns der gleiche Fisch wieder ins Netz geht? Aber das Wichtigste, was bedeutet das für uns? So waren wir doch überzeugt, dass die Schockwirkung und die gesellschaftlichen Konsequenzen mehr Eindruck hinterlassen würden als irgendeine Bewährungsstrafe. Jedoch hatten wir einen Denkfehler. Alle Videos wurden von den betroffenen Pedos wegen einer Datenschutzbeschwerde gemeldet. Da sie aber geblurrt waren, blieben die Videos online. Sobald wir jemanden in echt zeigen, wird unser Kanal zugemacht und wir landen vor Gericht. Wir wurden von derart Betroffenen bereits gewarnt und es stimmt, in Deutschland ist es ein Straftatbestand. Traurig aber wahr. Wir haben quasi mit. Ja, eigentlich machen die was Gutes und dann werden die bestraft. Einerseits ist es gut, dass wir in einem Rechtsstaat leben in Deutschland, ja? Aber andererseits muss man sagen, manche Sachen sind halt auch wirklich. Das ist einfach nicht cool. Es ist einfach nicht cool, ja? Mit einer ungeladenen Waffe gedroht. Wir waren aber mittlerweile so gut darin, dass wir einfach nicht aufhören wollten. Also wechselten wir zu Plan B. Die Festnahme und Übergabe an die Polizei. Besser aber würde ist uns der Pedo tatsächlich wieder ins Netz gehen? Ich meine, er kannte uns ja bereits. Und wie würde die Polizei reagieren? Denn es gefällt nicht jedem, was wir machen. Naja, wir wussten ja von Anfang an, dass wir uns auf dünnes Eis begeben. Ach ja, und Edison hat auch gesagt, dass der Weg zum Erfolg ist, es noch einmal zu versuchen. Ja, ich finde, die machen wirklich eine gute Arbeit, Mann. Das ist wichtig. Die schützen einfach online Kinder, Mann. Also wenn die das nicht machen, die Polizei macht es ja nicht. Guck mal, ne, um ganz kurz zu erklären, was wir hier machen. Der Typ weiß genau, wie wir aussehen und er kennt unsere Autos. Das heißt, wir können ihm nicht nochmal auflauern mit unseren Autos. Das fällt auf. Das heißt, wir müssen improvisieren. Du aussiehst wie der Prinz von Kennedy. Nee, ich sehe aus wie eine russische Prostituierte. Die müssen sich jetzt also verkleiden, damit der Pedo die nicht neu erkennt. Wisst ihr, was ich mir aber letztens auch gedacht habe? Die ganzen Pedos, die sehen das doch jetzt auch, dieses Video, ne? Das wird ja wahrscheinlich, die haben ja wahrscheinlich alle eine Community, eine WhatsApp-Gruppe oder was auch immer die da alles am Start haben, ja? Und dann teilen die das ja auch untereinander und wahrscheinlich warnen die sich ja auch gegenseitig. Ey, pass auf, da sind jetzt YouTuber unterwegs, die versuchen, uns auf, irgendwie auf die Schliche zu kommen, ne? Da muss man, also man muss eigentlich von Video zu Video, müssen die mit ihren Methoden intelligenter werden und noch kreativer werden, um denen auf die Lauer zu kommen, auf die Schliche zu kommen. Wir treffen uns mit dem Schnüffler, der, den wir schon mal hatten. Und der hat ja damals auch schon alles durcheinander gebracht, weil er viel zu früh gekommen ist. Das heißt, wir rechnen damit, dass er jetzt auch wieder mindestens eine Stunde, also jetzt schon da ist. Dieser Treffpunkt, den mussten wir auch neu wählen, weil er uns gestern wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil er nicht in die kommen wollte. Und jetzt müssen wir ja, halt die werden richtig gucken, vorsichtig da positionieren und das ist alles ein bisschen abenteuerlich. Aber so muss man halt. Der ist bestimmt auch das letzte Mal einfach viel zu früh gekommen, um die ganze Lage abzuchecken, um zu schauen, ob sich da irgendwas Verdächtiges auftut, damit er dann rechtzeitig abhauen kann. Leben in der Situation. Wir fahren zu einem abgelegenen Parkplatz, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Lasst euch von unserer Laune aber nicht täuschen. Das ist einfach unsere Art, mit der Anspannung umzugehen. Aber glaubt mir, wir sind hochmotiviert und fokussiert. Denn wir wissen, um was es geht. Einen fast 50-Jährigen, der sexuelle Handlungen mit einem minderjährigen Mädchen will. Und wir wollen ihn dafür drankriegen. Und dieses Mal richtig. Warum packen und boxen die den nicht einfach? Ich könnte mich da gar nicht zurückhalten. Oder das könnten die machen, aber danach kriegen die erstmal fette Anzeige. Ihr Kanal wird gesperrt, dann sind die am Ende diejenigen, die mehr im Arsch sind als der Pädophile, weil wir sind in Deutschland. Du darfst hier selbst nichts machen. Ja, wenn jemand vor deinen Augen zum Beispiel deine Freundin oder so angreift,
Nein, andersrum. Pass auf. Ah, das ist schwierig. Wenn du irgendwas siehst, was Unrecht ist und dann selbst aber handelst und dann auch was Unrechtes tust, ne, dann kriegst du auch eine Strafe. Ja, was? Wow! Digga, lest euch mal durch, was da im Bildschirm steht. Ich will das nicht mal vorlesen. Lest mal, was da steht. Ich will es nicht vorlesen, weil dann wird das YouTube-Video wahrscheinlich gesperrt, ne? Aber lest einfach mal, was da steht. Und pass auf, gleich kommt noch heftiger. Wenn du es willst, hole ich ihn raus. Mach es mir selber. Ihr müsst jetzt mal denken, das schreibt er gerade einer 13-Jährigen mäßig, ne? Die stellen sich im Internet ja als 12- oder 13-Jährige dar. Das schreibt er gerade eine 13-Jährige. Und jetzt hier. Ja, morgen, sag, wann spuckst du mich an? Wäre es okay? Eieieiei. Chill, Digga. Am Tag zuvor haben wir dem Pedro den Standort von dieser Kreuzung geschickt. Mit unseren Fahrzeugen können wir dort aber nicht hin. Und das hat einen guten Grund. Das bedeutet nämlich, dass er dort auch nur zu Fuß hinkommt. Hör ich mich gut hören? Hört mich hier irgendeiner? Ich höre dich nur über Ton, nicht in der Konferenz. Ich bin draußen, ich habe keine Konferenz. Wir sind ziemlich angespannt, weil wir wissen, dass er hier wahrscheinlich irgendwo steht. Von der Kreuzung zu unserer Position trennt uns ein langer Spaziergängerweg. Wir müssen es also schaffen, bis zum Treffpunkt zu kommen, ohne aufzufallen. Junge, ich finde, muss ich ehrlich sagen, ich finde, diese Episoden sind immer voll spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich sitze hier schon wieder da, ich habe wieder meinen Grifftrainer und ich drücke hier die ganze Zeit an dem Ding drum und ich merke, ich rede auch nicht so viel, weil ich voll angespannt bin. Das ist richtig interessanter als irgendwie so eine Netflix-Serie, Mann. Ich werde jetzt vorgehen und werde gucken, ob der da ist. Wenn er da ist, dann biege ich ab und dann kommt Ellen als nächstes. Hinter Ellen geht Basti. Wo wird er denn sein? Der müsste gleich da vorne am Bahnübergang stehen. Sollen wir da hingehen? Nein, warte noch. Der Vor allem, der will sich auch noch an so einem krass öffentlichen Ort treffen. Der hat ja gar keine Panik. Nee, das ist er nicht. Nein, das ist er nicht. Nein. Nach einer Weile sind wir alle an der Kreuzung angekommen. Aber einer fehlt noch. Und zwar der Pedro. Ist es möglich, dass er uns wieder hat sitzen lassen? Wäre ja nicht das erste Mal, dass uns einer durch die Lappen gegangen ist. Möglicherweise hat er uns gesehen. Langsam werde ich nervös. Der Pedro taucht einfach nicht am vereinbarten Treffpunkt auf. Das Ding ist aber, es ist auch kein Auto in der Nähe. Wo kann er sich also verstecken? Im Wald. Wir gehen das Gebiet auf und ab und versuchen dennoch nicht aufzufallen. Gar nicht mal so einfach, wenn man die einzige Gruppe auf dieser Kreuzung ist. Hin und wieder kommen ein paar Leute vorbei. Dennoch, wir haben das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ellen, hörst du mich? Ja, ganz gut. Ja, Ellen, frag mal, wo der ist. Digga, die Typen sind doch übervorsichtig. Die kommen doch da nicht einfach so hin, wenn da 6-7 Leute an der Kreuzung stehen, oder? Dass der an der Bushaltestelle ist. Wo ist denn hier eine verdammte Bushaltestelle? Da war doch eben eine Bushaltestelle, als wir losgefahren sind. Alter, ich kann nichts sagen, aber die ist ziemlich weit weg. Wollt ihr mich verarschen? Wisst ihr, wie weit das weg ist? Was ist denn das für ein Vieh? Das ist mindestens ein Kilometer oder zwei. Ist ja zu doof, einen Standort zu lesen. Meine fucking Fresse, ey. Ich glaube, der hat es aber absichtlich gemacht, dass er nicht zu dem Standort kommt, wo den sie ihm geschickt haben, sondern der ändert den Standort jetzt quasi einfach, um sich da ein bisschen sicherer zu fühlen. Der wird jetzt dort einfach an diesem Standort dann irgendwo versteckt warten und schauen, wer da hinkommt. Während Arne und Devin gut gedeckt neben dem Gleis laufen, will der Rest der Crew das offene Feld. In einigem Abstand zueinander gehen wir genau zu dem Parkplatz, von wo wir eben noch losgefahren sind. Ganz vorne weg und allein geht Ellen. Sie muss für den Pedro gut sichtbar sein.
Dennoch ist uns allen unwohl, dass wir so weit von ihr weg sind. Aber wenn der Pedo uns als Gruppe erkennt, türmt er und entkommt. Wir sind alle angespannt. Ja, der Ton ist schon übertrieben laut. Lauter kann ich es nicht machen, wirklich nicht. Also hier bei uns ist gar nichts. Der ist hier nicht. Ich schwöre, der ist weg. Das gibt's doch nicht, ey. So, das war's. Der hat uns verarscht. Wir brechen ab. Es fällt mir jedes Mal schwer, diese Worte zu sagen. Es ist dieses Gefühl, noch ein bisschen länger schauen zu wollen, noch ein paar Minuten dran zu hängen, denn vielleicht kommt er ja doch noch. Doch der Verstand weiß schon längst, dass es vorbei ist. Stellt euch mal vor, die ganze Arbeit, die man da reinsteckt, um den Typen da ranzubekommen, ja? Und dann kommt er am Ende nicht. Aber das ist ja klar, weil viele... Schau mal, die wissen ja genau, dass sie etwas Falsches tun, dass sie etwas Unerlaubtes tun, ne? Die werden ja nicht einfach zu jedem Treffen kommen. Bei dem geringsten bisschen an schlechten Gefühl, das sie haben, werden sie halt einfach nicht auftauchen, weil die sicher gehen wollen, dass sie nicht erwischt werden. Das könnte ja die Polizei sein oder so, die denen auflauert. Ja, das sind so wie Rehe, Leute, oder irgendwie sowas. Ihr werdet es mir nicht glauben, da ist das auch. Ihr verarscht mich. Ey, das oh, Rip, das der ist doch gekommen. Hm. An der Bushaltestelle. Ja, direkt hier. Yes. Okay. Ellen, komm zu mir. Ja. Du musst jetzt nach vorne zur Bushaltestelle gehen. Ich bin auf der anderen Straßenseite, aber ich hab dich die ganze Zeit im Blick, okay? Okay, verstanden. Ich verlasse die Telefonkonferenz, sonst kann ich mit dem nicht telefonieren. Ellen, warum bist du mir? Warum antwortet Ellen nicht? Die soll sich beeilen. Ruhe, das hab ich gerade... Habt ihr gerade das Schreien gehört? Ich dachte wirklich, die wird jetzt irgendwie von dem Typen angegriffen oder so. Dabei waren das einfach nur irgendwelche Kinder, die gerade vorbeigelaufen sind. Mein Herz ist kurz stehen geblieben. Ist die Ellen noch in der Telefonkonferenz? Nee, die ist nicht mehr drin. Verdammte Scheiße. Nein, was? Der war eben noch hier. Was heißt, der war eben noch hier? Wo ist er denn jetzt? Der ist weg. Nicht dein Ernst. Scheiße, der ist weg. Gesehen? Gesehen. Ja, aber ist egal, wo ist er denn hin? Wo ist denn der jetzt? Kann ja nicht sein. Komm, lass aufteilen, Basti, wir gehen hier runter. Ja, ja. Alter, das ist ein Trink gleiche Wasser. Das ist die fünfte Folge jetzt mittlerweile vom Pedo Hunters. Nein, das ist tatsächlich kein Fake. Es ist sein Auto. Komm, wir warten. Das ist einfach derselbe Typ. Das ist derselbe Typ wie in der ersten Folge, der da aufgetaucht ist. Was, ich mache folgenden Vorschlag. Bleib du hier in der Nähe und beobachte das Auto, der da auf uns zukommt. Ja, stimmt. Gut, ich geh mal zu seinem Auto. Basti, Lucy und ich gehen in Stellung. Während Lucy sich versteckt, um zu filmen, stelle ich mich direkt neben das Auto und Basti geht rotzfrech am Pedo vorbei. Ich war 10 Jahre Polizist und habe in Amerika, Brasilien, Japan, eigentlich überall auf der Welt im Käfig gekämpft. Aber hört mal meine Atmung. Hört mal, wie ich unter Strom stehe. Ja, das geht mir gerade nicht anders. Ich bin total angespannt. Wir sehen gerade nicht mal was und ich bin total angespannt. Das ist ja wirklich. Lucy, mach dich bereit. Endlich wieder Video. Entschuldigung, kannst du mir kurz die Uhrzeit sagen? Ich hab kein Handy bei. Nee? Kannst du mir kurz die Uhrzeit sagen? Ich hab kein Handy. Warte mal ganz kurz. Warte. Kennst du mich nicht noch? Nee. Doch, bleib mal stehen. Ich hab doch nichts gemacht. Bleib mal stehen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Was machst du hier, sag mal? Schau. Da merkt man sofort, der ist schuldig, weil er sofort davon ausgeht, dass sie ihm irgendwas antun wollen. Der fragt nur nach der Uhrzeit oder so und der sagt direkt, ich habe ja gar nichts gemacht. Das ist sofort ein Zeichen dafür, dass er sich schuldig fühlt. Ich hab Handy bei, aber ich hab nichts gemacht. Bleib easy. Nee, ich hab Handy bei, aber ich hab nichts gemacht. Du erinnerst dich noch, wie es letztes Mal abgelaufen ist, oder?
So. Kennst du uns noch? Ja. Ja, alles gut. Kennst du uns noch? Kennst du uns noch? Ich hab doch nichts gemacht. So. So, jetzt chill mal ein bisschen. Pass mal auf, ne? Jetzt bleibst du mal ganz ruhig. Und ich sag jetzt, wie das jetzt abläuft, ne? Wir verlagern das Ganze in die Nebenstraße, um keine Schaulustigen anzulocken. Gleichzeitig sagen wir ihm, dass er am Arsch ist. So. Devin, tu mir mal einen Gefallen. Den hier. Du Idiot. Na, sorry. Nee, nix, ja, sorry. Ich mach's nie wieder. Nee, das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Du ja, als ob man das glaubt. Du kleiner Pisser. Ich schwöre bei Gott, ich hab dich letztes Mal gewarnt. Und du hast wieder nicht auf mich gehört. Du hast uns angelogen. Du hast gesagt, du machst es nie wieder. Deine Reise ist jetzt vorbei. Damit gehen wir zur Polizei. Hörst du? Weißt du was? Sollen wir die Polizei jetzt rufen? Doch. Ja, ruf die Bullen jetzt sofort, Mann. Die sollen den mitnehmen. Bitte vorne. Wir rufen die Polizei jetzt. Nein, bitte, hallo, ich mach's nie wieder. Nein, das hast du nicht. Nein, ich verspreche es wirklich, bitte. Ja? Ich mach's nie wieder. Ich verspreche es. Du hast das jedes Mal. Nein, wirklich. Halt die Klappe. Was ist los mit dir? Woher kommt das? Warum immer wieder Mädchen? Immer wieder junge Mädchen? Warum immer wieder junge Mädchen? Erklär mir das. Der ist wie ein Drogensüchtiger. Erklär's mir. Ich kann's ja nicht sagen. Der sagt im einen Moment so, ja, ich höre auf, aber im nächsten Moment will er sich's wieder geben. Hätte eine Muschi rumgeschmissen, hätte sie ihr Leben kaputt gemacht. Nee, ich bin ja ehrlich, ich hätte sie ja nie angesprochen. Warum bist du denn hier? Du hast deine Chance. Nein, bitte, ich mach's nie wieder. Gib mir noch eine Chance. Es gibt keine Chance mehr. Nie wieder. Wir haben 15 Minuten, sind wir mal abgelaufen. Du bist 15 Minuten, du wolltest es richtig wissen, Junge. Du hast Chancen ohne Ende gehabt. Boah, der hat richtig Hass, der Typ gerade. Schaut die mal ins Gesicht, Mann. Der Kollege hat übertrieben Hass gerade. Du bist 15 Minuten, du wolltest es richtig wissen, Junge. In seinen Augen sieht man, dass er ihn am liebsten direkt zerreißen würde. Er lernt nicht. Basti. Ist gut jetzt. Lauf, wenn ich will, ist der gleich auch. Ja, guten Tag, Hein ist mein Name. Wir sind hier in Ports im, wie heißt der Weg? Nelkenweg. Wir haben hier einen, ja, ich würde sagen, einen Päderasten, der Sex für Geld haben wollte. Ja, der ist jetzt hier. Wir haben eigentlich auch die ganzen Chatverläufe, das Beweismaterial haben wir hier. Der ist jetzt wieder ins Netz gegangen und wir wollten fragen, ob der von Interesse für Sie wäre. Ich bin gespannt, ob die Polizei jetzt was macht. Ich schieße sofort an Streifenwagen vorbei. Damit ist unser Auftrag eigentlich beendet. Dennoch komme ich nicht drum herum, ihm noch ein paar persönliche Worte mitzugeben. Du bist ein Lügner. Doch, du sagst A und machst B. Ja, du bist ein Lügner, du bist ein ekelhaftes Stück dreckiges Hundescheiße, Mann. Das ist der Typ, ekelhafter Mensch einfach. Ja. Du wirst auch jetzt nicht mehr machen, weil wir... Ich würde gerne noch ganz andere Beleidigungen raushauen, aber das hört er ja leider nicht. Ein Programm, das dir helfen kann, aber ich schwöre bei Gott, immer nix, der gleiche Scheiße. Nix kann dem Typen helfen. Ich konnte es nicht glauben, du machst sogar die gleichen Rechtschreibfehler. Bei der ersten Annonce wie bei der zweiten. Der gleiche Scheiß. Was ist los mit dir? Warum? Guck mal, für das gleiche Geld hättest du in den Puff gehen können. Ja, aber das macht ihn ja nicht geil, weil das sind ja keine kleinen Kinder. Mach eine Therapie. Ist mir scheißegal, aber... Der bringt nicht mal Therapie was, Mann. Ich lass dich jetzt laufen, du machst das gleiche Ding nochmal. Du hast recht. Alles klar. Wie gesagt, wir wollen dich hier nicht über einen Haufen möbeln, aber ganz im Ernst, ne? Provozier uns nicht. Die ja, sollen euch doch provozieren, damit die kurz eine reinballern. Ich bin jetzt wirklich gespannt, ob die Polizei da irgendwas in die Wege gegen den einleitet oder nicht. Die nehmen ihn jetzt auf jeden Fall erstmal mit. Aber ob da wirklich was passiert, der sollte sich gar kein Kinder mehr auf irgendwie 10 Meter nähern dürfen oder so. Und sobald er sich einem Kind oder sowas nähert, sollte er direkt in den Knast gehen. Ey, ich sag's euch, Freunde, warte, wie immer erstmal, ich muss auch einen Kommentar schreiben, komm. Respekt für eure Arbeit. Kommentieren, erstmal einen Kommentar hinterlassen. Ey, ich sag's euch, Freunde, ganz ehrlich,
meiner Meinung nach wäre die beste Therapie, die man diesen Typen verpassen kann, die einfach einen Monat oder sowas in den Knast schicken, mit einem fetten Schild auf der Brust, dass sie regelmäßig Kinder bumsen möchten. Ja? Glaubt mir, Mann, die werden den einen Monat dort so durchgenommen, die werden nicht mehr geradeaus laufen können, wenn sie rauskommen. Vielleicht sind die dann selbst so kaputt im Kopf, dass sie aufhören. Du weißt nicht, Feuer mit Feuer bekämpfen. Richtig zerstören die Typen im Knast.